Fraktion. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Brandner, Sie gingen im Fasching als demonstrierende weibliche Frauenrechtlerin in Zukunft, und wir sind bei den großen Skandalen dieser Republik angelangt wieder in der Debatte. Dass wir uns mit dem Schutz von Frauen vor körperlicher und psychischer Gewalt beschäftigen, ist nämlich eigentlich gut und wichtig. Dass wir es aus Anlass eines solchen wechselseitigen Kasperltheaters tun, wie am vergangenen Samstag, ist aber bedauerlich. Und es ist deshalb bedauerlich, weil es der Ernsthaftigkeit des Themas leider nicht gerecht werden kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der AfD auf der einen Seite und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von den Grünen auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, dass Sie von beiden Seiten in dieser Sache eng und effektiv zusammengearbeitet haben. Sie, liebe Kollegen von der AfD, indem Sie wieder mal ein Thema, ein ernstes Thema, für Ihren Klamauk missbraucht haben, indem Sie vom Demonstrationsgrundrecht zwar formal im zulässigen Rahmen Gebrauch gemacht haben, es aber inhaltlich geradezu ad absurdum geführt haben. Und das passt in Ihre Linie. Sie versemmeln jede Woche ein wichtiges Thema. Beim Thema Grenzkontrollen stolpern Sie über das Europarecht, leisten keinen Beitrag zu der an sich wichtigen Debatte. Beim Thema doppelte Staatsbürgerschaft übersehen Sie das Rückwirkungsverbot, stolpern wieder über Ihre eigenen Füße, veräppeln Ihre Wähler, leisten einen Beitrag von 0,0 zu einer wichtigen Debatte. Und diese Woche machen Sie sich über die Frauenrechte her und ziehen auch dieses Thema wieder ins Lächerliche. Wer sich nämlich die Mühe macht, in Ihrem Wahlprogramm nach frauenpolitischen Zielen und Maßnahmen zu suchen, der ist schnell fertig. Es gibt nämlich keine. Es gibt keine. Sie haben ein Frauen- und ein Familienbild, wie es schon in den 50er Jahren überholt war. Und ich zitiere, ich darf da in dem Zusammenhang aus Ihrem Programm zitieren: Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ist in ein Bundesministerium für Familie und Bevölkerungsentwicklung umzuwandeln. Mit anderen Worten, Frauen sollen für die AfD der Bevölkerungsentwicklung dienen. Das ist Ihr Frauenbild, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, das Grundrecht der Meinungsfreiheit erlaubt einem auch, sich lächerlich zu machen. Da können Sie von der AfD wirklich froh sein. So, und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken und von den Grünen, Sie haben in Ihren Reihen jene Personen, die notwendigen Unterstützungshandlungen geleistet haben, dass diese Schauspielerei eine Bühne bekommt, dass eine an sich eine Randnotiz zu einem Event geworden ist. Und auch dafür herzlichen Glückwunsch. Und das sage ich Ihnen noch einmal einfach zur Erinnerung, ohne dass ich annehme, dass es irgendetwas bewirkt. Es ist nicht Aufgabe einzelner Demonstranten bzw. Gegendemonstranten, darüber zu befinden, ob eine Demonstration aufzulösen ist oder nicht. Das ist Aufgabe der Behörden, es ist Aufgabe der Polizei, und die brauchen dabei von Ihnen keine Nachhilfe. Und ich sage Ihnen noch was zu der Meinungsfreiheit. Sie ist nicht nur ein Freibrief, dass man selbst losquatscht. Sie ist auch Verpflichtung dafür, dass man andere Meinungen aushalten muss. Und ich sage Ihnen eins noch, liebe Kolleginnen von der Linken und von den Grünen, Sie müssen da eine klarere Trennlinie ziehen. Sie müssen eine klare Trennlinie ziehen, dass Ihre beiden Parteien eine gefährliche Nähe und Verbundenheit zu linksautonomen Kreisen pflegen. Das konnte man nicht erst bei den Ausschreitungen rund um den G20-Gipfel in Hamburg beobachten. Auch das muss aufhören. Schade, dass die eigentlichen Ziele, um die es geht, nämlich die Sicherheit im öffentlichen Raum, die Sicherheit
von Frauen vor Übergriffen in der Debatte in den Hintergrund getreten sind. Gut, dass sich die Union trotzdem um diese Themen kümmert. Wir haben seit dem Jahr 2015 allein für die Bundespolizei einen massiven Stellenaufwuchs beschlossen. Wir haben als CSU für die Bürgerinnen und Bürger eine Sicherheitsgarantie gegeben, die wir mit der Forderung nach 15.000 Stellen bei den Sicherheitsbehörden einlösen. Sie wissen, dass wir uns hier eins zu eins durchgesetzt haben. Wir haben das Sexualstrafrecht verschärft, um sexuelle Übergriffe auf Frauen wirkungsvoller zu bestrafen. Sie können sich weiterhin mit Schaufensterfragen beschäftigen. Wir kümmern uns um die Themen. Insofern können Sie Ihre Zeit investieren, sich bei diesen Themen lächerlich zu machen. Wir setzen sie anders ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kuffer. Zu Ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag hat jetzt Leni Breimeyer das Wort für die SPD-Fraktion.